Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Eonadeo und heute zeige ich euch ein weiteres Redstone-Video. Heute habe ich mal eine 3x3 Vault-Tür erfunden und der Unterschied zu Vaults und normalen Türen ist, dass der Block in der Mitte eins nach hinten eingedrückt ist, halt so eine Relief-Tür. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus und ich liebe Vault-Türen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal öffnen. Wow! Mit so einem Spiraleffekt, also können wir reingehen und uns Ofenkartoffeln machen. Dann gehen wir wieder raus, drücken den Schalter nochmal und man sieht, alles hat sich geschlossen. Und das ist auch die ganze Tür. Sie ist nur 3x7 groß und das ist ziemlich klein für eine Vault-Tür, weil man braucht auch einen Double Piston Extender und das ist sowieso eins nach hinten eingedrückt. Also es ist 3 breit, das ist 7 lang und es ist 9 hoch oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist sie ziemlich klein und dann kommen wir jetzt zum Tutorial. Okay, fangen wir an. Was ihr als erstes macht, ihr setzt hier zwei Pistons, dann geht ihr zur Rückseite und setzt zwei weitere Pistons. Dann geht ihr wiederum nach vorne, setzt einen Block mit eurem Input-Device dran. Dahinter setzt ihr einen Redstone-Repeater und setzt ihn zu 3 Ticks. Mit einem Redstone, mit einem Block da drauf, links daneben auch noch ein Block und noch ein Redstone. Und einen Redstone-Verstärker, den lasst ihr so, mit noch einem Redstone. Dann geht ihr hier hin, setzt ein Redstone, wieder einen Block und eine Redstone-Fackel. Und daneben einen Spender, der hier nach links zeigt und einen Trichter, der, ganz wichtig, in den Spender rein zeigt. Dann setzt ihr hier einen Komparator hin und macht ein beliebiges Item in den in eins von den beiden rein, das ist ziemlich egal. Und setzt dann auf die Redstone-Fackel einen Block und daneben auch noch eine mit einem Redstone. Das sollte dann angehen. Und hier drei Blöcke mit einem Redstone und einer Redstone-Fackel und einem Block da drauf. Dann krallt ihr euch eure Pistons und setzt die beide da so hin mit Blöcken oben drauf. Darauf kommt dann Redstone und hier verlegt ihr das dann so weiter mit einem Redstone Repeater und einem Piston, der nach unten zeigt. Das kommt dann von oben runter. Logisch. Und setzt dann hier weitere Blöcke mit einem weiteren Repeater. Der mal geht jetzt in eine Kabellinie rein, die hier ein bisschen nach unten geht. So. Und da kommen eure Pistons von der anderen Seite ran. So. Und jetzt seht ihr, alles fährt sich aus und alles geht auch wieder zusammen. Ihr habt gesehen, dass hier noch ein kurzer Puls durchging. Und das ist wichtig, damit auch der letzte Block wieder mit zurückgenommen wird. Und dann könnt ihr euren Rahmen reinsetzen. Je nachdem, wie ihr den haben wollt. So, und dann seht ihr, da habt ihr eure 3x3 Vault-Türen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bis zum nächsten Mal.